So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS15 und ja, diesmal steuern wir den hier selber, den Häcksler. Und der hat wenigstens mal abgebunkert. Ja. Aber ich glaube, wir müssen die alle entlassen. Ich glaube, wir müssen die alle arbeitslos schicken und zwar Hartz IV müssen die beantragen. Denn die können immer gar nichts, die Abfahrer. So, der ist jetzt bei 23-24%. Und wir werden einfach mal schauen, ob die es dieses Mal hinbekommen, ja oder nein. Der erste Teil, wer es vergessen, Alter, wer es noch nicht gesehen hat, ey, das ist so kompliziert gewesen. Mehr geflucht wie sonst noch was. So, der ist fast voll. Ja, der ist noch bei 50%. Aber wir können jetzt einmal hochfahren. Ja, zieh mal durch. Egal, der Brunnen interessiert keinen. Ah, da ist immer noch diese Scheiße online hier. Was macht das aus hier? Das macht mich wahnsinnig. Ja, so viel zum Thema Fruchtumfahrung, ne? So viel zum Thema, ja, klar. Es läuft richtig. Ich könnte. Alter. Ich könnte anfangen zu heulen. Ich sehe es gerade auch noch auf dem zweiten Monitor, ne? Das ist genauso schrecklich. Ja, jetzt fahr langsam mal ab, du behinderter Affe. Ja, Fruchtumfahrung ist bei dem aktiviert. Ja, ist klar. Ist klar. Da, Fruchtumfahrung aktiviert. Ja, jetzt kommen die sich gegenseitig in die Quere. Ja, doch, ja, 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 ja. Pff, hau rein. Und der hat nicht abgetankt richtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, 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 mach keinen Scheiß hier, du Lappen. Ah, der fährt jetzt erstmal hier. So, du wirst abtanken. Ich schwöre es dir, du wirst abtanken. Wo war denn das da? Nein. Hä? Wo war denn das? Da. So, wie beim Einfahren. Nix da. Machen wir jetzt mal das hier. Okay. Ja. Hm. Ja, ja. Ich glaube, der will arbeitslos werden, also ist kein Problem. Kann er werden, muss nur Bescheid sagen. Der kriegt dann von mir einen roten Brief und ja, so fristlose Kündigung, ne? Also, da habe ich keinen Vertrag mit. So, wir werden jetzt erstmal gucken hier. Der fährt dahin, sehr schön. Der ist so gut wie fertig.
ist bei 70%, okay. So, wie beim Einfahren. Ich werde jetzt auch mal, warte, den hier, wollen wir den, da haben wir den, zack, wie beim Einfahren, wollen wir das hier, so maximale Geschwindigkeit, okay. Und das bekommt, hier war das, da war das ja, wie beim Einfahren, okay. So, jetzt schauen wir dem Kollegen mal zu hier, dem, ja, der hat verpiss dich, du Arschloch, du bist gekündigt. Fahr andere Maschinenschrott, aber bitte nicht meine, du. Boah, du Affe, ey. Wenn du mir jetzt sagst, du kommst da nicht hoch, ne? Okay. Mach das schon mal, sehr schön. Und jetzt kipp ab. Fang an abzukippen. Jetzt ernsthaft, warum fährt der hier mit scheiß einem km/h? Warum? Ich hab doch angegeben, der soll mit 5 fahren. Ablade, BGA. Und er wird nicht leer. Er wird nicht leer. Was mache ich denn falsch hier? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Freundchen, du bist da falsch. Fahr ab jetzt hier. So, und der hat noch 7000, 19% drin. Alter, ich fange gleich an zu schreien hier, aber richtig zu schreien. Ja, was machst du denn? Okay, automatisch das ist mir egal, das ist mir sowas von egal. Okay. Abfahren steht zwar hier bei 90, aber er macht es bei 100, das ist schon mal sehr schön. Kann es auch nicht überschreiben. So, und lass mich raten, da bleibt auch noch was drinnen. Weil der nur mit einem km/h fährt hier. Ja, da, mit einem km/h. Jetzt. Das ist unglaublich. Egal, was du machst, er lädt einfach nicht richtig ab. Das ist zum Schreien. Also der Kursplay oder Curseplay, ich habe den nochmal neu geladen. Ey, kann. Ja, was macht der denn hier schon wieder? Es ist nur Chaos pur. Es ist unglaublich. Was macht er da?
Er ist, glaube ich, da. Er hatte Langeweile. Er hat gedacht, okay, komm, dann drehen wir mal ein paar Burnouts. Ne? Ja, hat er sich da vorne gedacht, wahrscheinlich. Also die Version bei mir funktioniert überhaupt nicht. Auf der Bantico-Map funktioniert einfach gar nicht. Funktioniert nicht. Ich habe das fucking Spiel ausgemacht und nochmal neu geladen. Den ganzen scheiß Courseplay nochmal neu geladen. Mit der Route. Und es funktioniert einfach bei mir nicht. Es funktioniert nicht. Ich werde schwanger im Kopf, glaube ich, habe ich das Gefühl. Das dauert ja eh noch, bis der da ist. Von daher gucken wir nochmal hier. Na, interessiert eigentlich gar keinen. Oder funktioniert der Scheiß nur mit Standardschleppern und Standardhängern und... Ich verzweifle langsam. Ich werde es danach mal mit Standardschleppern versuchen und Standardhängern. Wie viel ist denn da bisher schon drin? Fahr jetzt da hoch. ...244.000... Jetzt kipp ab! Kipp ab! Jetzt fängt er mal abzukippen. Bei ihm hat's aber geklappt. Jetzt macht kein Burnout hier. Sehr schön. Und was macht er hier? Also, wenn es schief geht, dann geht es aber richtig schief, liebe Freunde. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ist doch ein Witz. Du wirst hier das nehmen, mein Freund. Mann, ey, man kann das auch beschissenste Folge ever nennen. Ich wollte gerade sagen, willst du da Urlaub machen oder soll ich dir noch Kuchen und einen Tee oder einen Kaffee bringen oder was? Der müsste ja, rein theoretisch müsste der da dran vorbei, also der müsste jetzt durchfahren können. Rein theoretisch. So, wir werden nochmal bei dem... Okay, der kommt jetzt dahin und der fährt gerade ab und der stellt sich da zur Verfügung, okay. Das funktioniert ja auch alles, ist ja kein Problem. So, und er wartet jetzt, bis der mal gedreht hat, sehr schön. Und der fährt ab. So, und der andere ist mit 3 fucking km/h und hat das komplett abgeladen. So, dann stellen wir den jetzt auch auf 3 km/h. So, und werden einfach mal gucken, was gleich passiert. So, er macht das jetzt hier. Okay, er dreht, ist alles cool, ist alles take it easy. Und der... Warum fährt der jetzt schon wieder da hinten ab? Warum? Der ist doch noch nicht einmal voll. Was macht der denn?
Was macht der? Ich werde hier gleich irre. Ich werde hier gleich. Fahr. Fahr, Junge. Sonst helfe ich dir auf die Sprünge, du. Das sage ich dir jetzt schon mal. Ey, es geht heute alles schief, was schief gehen kann, ne? Der eine ist zu behindert, um zu fahren, der andere... Jetzt, Tank ab. Tank ab. Lass es funktionieren. Allrad ist an. Der andere dürfte jetzt gleich auch kommen, der völlig leer ist, aber pff, juckt mich nicht. Fahr jetzt da hoch. Der Kütter, der ist komplett leer. Und tank bitte ab, bitte. Verstehe es nicht. Jetzt macht er es durchgehend. Herrgott im Regen. Zwei verrückte Runden. Was sind das hier? So, auf was steht der? Auf 5. Wir machen das auf 4, so wie bei dem anderen. Der stand doch auch auf 4, ne? Der hier. Der steht sogar auf 3. Okay, dann machen wir den anderen noch auf 3. Den hier. Ne, wir lassen den auf 4 einfach mal. Ne, erstmal gucken, was passiert. Das funktioniert ja alles, ist kein Problem. Naja, bis auf die paar Kleinigkeiten auf dem Feld, wenn er zu blöd ist, um, was weiß ich, neben dem Drescher herzufahren. Fruchtumfahrung ist ja überall an. Kann ich mal zeigen, ich wüsste, wo das wäre. Da, Fruchtumfahrung aktiviert. Deaktiviert, aktiviert. Na, ja, ich verstehe manchmal die Welt nicht. Da könnt ihr euch auf 2 Runden freuen, zwei Folgen freuen. Der absolute beschissene Wahnsinn. So, bitte, lieber Gott, lass es funktionieren hier. Abladestelle erreicht. Alles cool. Allrad ist an. Sollte überhaupt keine Probleme sein. Denn ich meine, der hat genug Bums hinter der Haube. Unter der Haube, nicht hinter der Haube. Ja, da drehen zwar hinten die Reifen ein bisschen durch, aber spielt keine Rolle. Jetzt lad ab. Wieso 1 km/h? Wieso? Was ist das für ein behinderter Scheiß? Wo ist das hier? Jetzt mach hinne. Ist leer. Sehr schön. Muss ich das jetzt die ganze Zeit anhaben?
Bin ich aus Versehen auf den Desktop gekommen. Ich verstehe es manchmal nicht. Da, der fährt leer ab. Warum fährt der leer ab? Oh, liebe Leute, ich werde bekloppt. Ich glaube, ich brauche Leute für Multiplayer. Ich glaube, es ist soweit. Mann! Jetzt hör auf den zweiten Monitor zu klicken die ganze Zeit. Oh Gott. Bei wie viel ist denn der? 92. Ja, 100% wird der neue reichen. So, während der abfährt, liebe Leute, ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen, für die Geduld. Ich hoffe, im nächsten Part wird es endlich besser. Ansonsten verkaufe ich die ganzen scheiß Mods hier und kaufe mir Standardschlepper, ganz ehrlich. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.